hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Wir haben letzte Folge, falls ihr die nicht gesehen habt übrigens, hier oben ist einmal die Folge eingeblendet, also bitte vorher gucken, damit ihr den Anschluss nicht verpasst. Haben uns auf den Weg gemacht zu einer weiteren abgesunkenen Rettungskapsel, nachdem wir die erste schon gefunden haben. Dort haben wir unser allererstes Seemottenfragment auch schon gekriegt. Das heißt, wir brauchen nur noch, ich glaube, eins oder zwei, ich bin mir nicht sicher, wie viel man im Endeffekt für die Seemotte braucht. Oh je. Es ist nachts. Und da war die Richtung. Wir machen uns weiterhin auf die Richtung zur... Warte mal, wie setzen wir den ein? Hier, mit Rechtsklick, richtig? Unter Wasser geht der nur. Die ist in Untiefen. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie tief der Spaß tatsächlich ist. Weil so viel Sauerstoff habe ich nicht. Wir gucken uns die Umgebung hier mal an. Das ist ganz schön gruselig, nachts hier durchzufliegen. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, man hört ständig Geräusche. Einerseits ist es wirklich schön. Andererseits habe ich letzte Folge ganz schön was abbekommen von den ganzen Hirschern, die hier unterwegs waren und die mich angefangen haben. Oh, jetzt wird es aber friedlicher. Die hier machen mir nichts. Das sind friedliche Pflanzenfresser, haben wir ja schon gelesen gehabt. Am Ende jeder Subnautica-Folge verlinke ich euch übrigens die komplette Playlist. Okay, ich gehe nochmal kurz Luft ein. Und dann machen wir uns hier unterwegs mit dem Scanner runter. Verlinke ich euch die komplette Folge. Hier ist ein Seegleiter-Fragment. Das brauchen wir nicht unbedingt, weil den Seegleiter haben wir ja schon. Damit ihr alles in einem Rutsch durchgucken könnt, wenn ihr das denn möchtet. Wie kommen wir denn hier am besten rein? Voilà. Zurückgelassen PDA. Das ist hier Interesse. Eine Datenbox. Ein Kompass. Oh. Danke. Warte. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass ich letztes Mal noch so eine Datenbox vergessen habe. Ich gucke kurz, ob hier noch irgendwelche Fragmente rumliegen, die ich gut gebrauchen kann. Wie zum Beispiel Metallschrott. Geht doch nichts über ein bisschen Metallschrott. Den nehmen wir übrigens mit. Da haben wir ein bisschen Titan. Und hier ist noch mehr. Das heißt, den nehmen wir ebenfalls. Können wir den nicht mitnehmen? Doch, können wir. Titan ist nämlich immer praktisch. So, unser Plan diese Folge ist eigentlich, hätte ich gerne eine Seemotte, die braucht, dafür braucht man aber eine mobile Fahrzeugstation, wie ich das richtig sehe. Okay, wir machen uns jetzt erstmal wieder zurück auf. Deswegen habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht einfacher und auch sinnvoller, erstmal eine generelle Basis zu bauen. Ich habe mich ein bisschen informiert, okay? Wir wollen ja hier nicht komplett ahnungslos in der Gegend rumschwirren und keine Ahnung haben, was zu tun ist. Wie ich das sehe... Oh, warte. Wir brauchen nämlich eigentlich relativ viele Mineralien und dann können wir ja schon mal ein bisschen auf die Suche gehen. Denn... Oh, Titan brauchen wir jetzt nicht so viel, davon haben wir ja schon. Noch mehr Titan. Nice. Wir schneiden jetzt ein Stück von der Scheibenkoralle ab. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir wollen einen Habitat Builder, also einen Lebensbauer. Irgendwie, ich habe immer nur die englischen Namen gesehen, deswegen tut es mir leid, wenn ich ständig die englischen Namen sage, aber ich bin irgendwie... ich kenne nur die englischen Namen, okay? Wir wollen ein Haus bauen, okay? Das ist, was ich sagen wollte, weil ich die ganze Zeit abgelenkt werde von irgendwas, was meine Aufmerksamkeitsspanne von einem Kleinkind ab. Oh Gott, was tue ich hier? Was ist meine Mission? Stopp den Wahnsinn, Ronja. Wir brauchen mehr Stuff. Was brauchen wir überhaupt? Ein Blubberfisch. Oh, wir brauchen nämlich tatsächlich Wasser. Blubberfisch. Noch. Oh, hier ist ein Blubberfisch. Gib mir den Blubberfisch. Danke. Danke, danke, danke. Jetzt werden wir schon mal nicht verhungern. Was wir auch machen, ist, wir nehmen uns noch einen Blubberfisch. Oh, nee, wir nehmen den Glubscher. Hallo, Glubscher. Wie geht's dir? Irgendwie finde ich die Glubscher süß. Findet ihr die Glubscher auch süß? Die Glubscher sind so niedlich. Okay. Was auch viel Grund zur Aufregung war. Sorry. Es gibt nur unseren Eingang. Wusste ich. Das ist ja wohl klar. Wir nehmen das Medikit mit, weil die muss man ja immer nehmen. Und dann gucken wir uns nämlich mal an, im Fabrikator erstmal Titan, wow, aus den Quadraten. Erstmal brauchen wir Wasser. Das heißt, wir kochen uns jetzt Wasser aus den Blubberfischen, was schon ganz schön traurig ist, aber hey, wir sind verzweifelt.
Und dann schauen wir nämlich mal, wie man diesen, wie heißt es denn? Konstruktionswerkzeug konstruiert Basismodule und Vorrichtung. Dafür brauchen wir eine Batterie, einen Computerchip und einen Kabelsatz. Merken. Batterie, Kabelsatz, Computerchip. Fangen wir mal an mit, Wie was können wir denn bauen? Können wir überhaupt irgendwas bauen? Mobile Fahrzeug können wir noch nicht, können wir noch gar nicht bauen. Okay, lass mich mal kurz gucken. Eine Batterie geht aus... Nee, ist eine Energiezelle. Ich brauche dafür zwei Säurepilze. Ich bin mir sehr sicher, dass ich Säurepilze hier verstaut habe. Das heißt, die würde ich einfach mal... Warte mal, wir trinken einfach mal Wasser, dann haben wir auch Platz im Inventar. Dann nehmen wir uns die Säurepilze und schwuppdiwupp können wir da eine Batterie erstellen. Wo ist denn der Fabrikator? Hier ist der Fabrikator. Wusste ich. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Batterie. Erste Heldentat. Dann für einen Computerchip brauchen wir Kupferdraht und Gold. Und für einen Kabelsatz brauchen wir Silbererz. Okay. Batterie bringen wir dann mal lieber hier in Sicherheit. Genauso wie ein bisschen von unserem Titan. Auweia, kann ich da nur sagen. Den Metallschrott wandeln wir übrigens auch mal um in Titan. Weil, was sollen wir mit Metallschrott? Nichts. Absolut nichts. Titan. Wir haben so viel Titan. Was sollen wir mit dem ganzen Titan? Ich weiß es nicht. Wir haben so viel Titan. Stopp den Wahnsinn. Komm. Das verfault. Ja, das ist schön. Die werfen wir jetzt mal weg. Wir gehen jetzt mal aus der Rettungskapsel raus und werfen einfach mal was weg. Okay? Ah! Hallo! Cool. Was haben wir hier? Oh nein, jetzt habe ich die gegessen. Hoppala! Das war nicht der Plan. So, wo finden wir denn Gold, Silber und Titan? Brauchen wir jetzt keins mehr. Hier, gib mir Sauerstoff. Sehr beruhigend. Hier sind die aggressiven Fischlis. Die machen mir aber nichts, wenn ich sie nicht provoziere, okay? Hier ist Kupfer. Kupfer brauchten wir, glaube ich, auch nochmal für Kupferdraht. Das heißt, das ist schon mal sehr wichtig, dass wir den gefunden haben. Oh, hier ist so ein kleines Paketchen. Ist da was drin? Kann man da mal... Fragment der mobilen Fahrzeugstation. Na, schau mal einer an. Gut, dass wir hier vorbeigeschaut haben. Schlingpflanze heißt die. Oh, was ist das? Kreaturenei. Fremde Eier. Jackpot. Oh, hier ist noch mehr. Das ist ja so cool. Ich finde die Subnautica-Welt so wunderschön. Ich freue mich auch schon wahnsinnig drauf, nach dem Teil hier Zero zu spielen. Das wird bestimmt super witzig. Ich bin da super excited. Außerdem, weil ihr euch gewünscht habt, machen wir jetzt längere Folgen, weil ihr meintet, hey, ich würde gerne länger hintereinander gucken. Das heißt, wir gucken jetzt mal, dass wir ungefähr eine halbe Stunde kommen. Falls das von der Zeit her passt für euch, dann gebt mir am Ende einfach vielleicht Feedback, Daumen hoch, runter, länger, kürzer, was auch immer, damit das für euch eine angenehme Länge hat. Das ist immer schwer für mich. So zu erkennen, weil die Leute ja unterschiedlich viel Zeit haben. Warum finde ich denn nur Titan? Junge. Wir sind übrigens fast. Das heißt, es wäre super, super cool, wenn ihr mir ein bisschen Feedback geben könntet zu der Länge des Ganzen, ob ihr damit zufrieden seid oder nicht. Wir haben noch ein Fragment der mobilen Fahrzeugstation gefunden, haben damit einen Fortschritt von 2 von 3 und können... 30 Sekunden. Wenn wir nur noch eine finden, eine mobile Fahrzeugstation bauen. Was super, super cool ist. Dann können wir vielleicht nächste Folge uns schon an die Seemotte machen und haben damit unser eigenes kleines Mini-U-Boot, wenn ich das so richtig verstanden habe. Was ist das? Salzablagerung. Okay, nice. Hier haben wir nochmal Metallschrott. Oh, dafür ist unser Inventar zu voll. Eieiei, jetzt geht's wieder los. Das Inventar ist zu voll. Ich glaube, wir haben generell einfach Inventarprobleme. Wisst ihr was? Da mache ich auch gar nicht lange rum, sondern fahr einfach zurück zu meiner Basisstation. Ich weiß, dass wir Kupferdraht haben, den wir schon mal craften können, was ja erstmal sinnvoll ist. Und dann können wir nämlich auch weiterschauen. Alles, was wir brauchen, ist Silber,
und Gold. Warte, ist hier was drin? Habe ich hier schon geguckt? Hier habe ich noch nicht geguckt. Ein Seegleiterfragment. Das Seegleiterfragment bringt mir eigentlich nicht so viel. Okay, hier würde man Titan kriegen, wenn man das noch aufnehmen könnte. Wenn sein Inventar komplett überfüllt wäre mit Titan schon. Naja, Titan wird man später bestimmt auch noch in großen Mengen brauchen. Deswegen bin ich da gar nicht mal so ärgerlich, dass das jetzt so ist, wie es ist. Wir können hier nämlich gucken. Für den Computerchip braucht man Kupferdraht. Das heißt, wir stellen jetzt erstmal den Kupferdraht her. Brauchen damit nur noch Gold. Gold, Gold, Gold. Und wir brauchen Silber. Zwei Gold, zwei Silber. Das sollte doch machbar sein, oder nicht? Jetzt gucken wir mal in diesem Frachtbehälter. Das Kreaturenei ist auch einfach viel zu groß. Können wir... Was machen wir denn aus Salz? Hoppala. Was machen wir denn aus Salz? Calorie intake recommended. Oh. Wir sollten vielleicht was essen. Haben wir noch was? Wir können noch einen Glubscher. Wir haben noch einen Glubscher, den wir verspeisen können. Eigentlich tut's mir leid. Ich würde einfach, glaube ich, gerne so einen Glubscher immer dabei haben. Als kleinen Freund, der unser Helfer ist. Wisst ihr, was ich meine? Das fände ich irgendwie cool. Aber ich glaube, das ist unrealistisch. Na, mal gucken. Wir können ja mal gucken. Falls ihr möchtet, dass wir einen kleinen Glubscher dabei haben, dann können wir das sicherlich machen. Jetzt ist nur noch die Frage, was mache ich mit dem ganzen Titan? Ah! Ich habe absolut keinen Platz für irgendwas. Die doofe Hirnkorallenprobe nimmt hier Platz weg, wie Mist. Aber die kann man nicht wegschmeißen. Silikongummi habe ich auch ohne Ende. Okay. Wisst ihr was? Ich esse jetzt einfach so einen Nährstoffblock. Aber das bringt noch nichts. Aber ich muss. Ich esse den. Hom, yom, 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 yom. Oh, guck mal, es geht doch. Es geht auf 125 hoch. Dann können wir nämlich hier schon mal noch mehr Titan ablagern. Wichtig. Wichtig. Gut, dass wir das gemacht haben. Gab es nicht irgendwas, was man craften konnte, was so eine Art kleines... Hier. Wasserdichter Behälter. 4 Titan. Das ist ein doppelter Jackpot. Weil erstens habe ich den Behälter und zweitens... Jetzt habe ich den jetzt im Inventar. Ja, habe ich. Ich glaube, den muss man ins Wasser bringen, wenn ich das richtig verstehe. Den droppen wir dann hier so. Und dann können wir da das ganze Titan reinmachen. Was wir, was wird man da? Nicht den Silikongummi. Den wollen wir behalten. Und dann können wir das Ding umbenennen. Spindname bearbeiten. Titan. So, das heißt, wir haben jetzt einfach ein bisschen extra Titan und können uns wieder auf Abenteuer machen. So, hier ist ein Stalker. Wir brauchen nach wie vor Gold und Silber. Ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht in so Höhlen gibt. Einfach, weil das ja schon ein bisschen seltener ist und man das bestimmt nicht einfach überall findet. Hoppala. Ich finde es verrückt, wie manche von diesen Hirschern so grüne Geschwülste haben, wenn ich das... Wie ich das beschreiben soll? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kupfer. Kupfer ist nicht schlecht. Aber wisst ihr, was ich meine? Manche sehen normal aus und manche haben diese infizierten Wunden, die irgendwie leuchten im Dunkeln. Okay, jetzt haben wir diese Töne. Aber wir haben keinen Sauerstoff mehr. Ja, gute Nacht. Übrigens, Fun Fact, es ist wirklich Nacht. Also hier sieht hier raus wie das Licht. Ah, es ist so angenehm, tatsächlich mal tagsüber aufzunehmen. Das ist so. Ausnahmsweise mal, ne? Wie? So, können wir das mitnehmen? Quarz. Quarz, Quarz, Quarz. Gib mir das Quarz. Ich meine, das... Ja! Diese blöden, doofen Fische. Ganz ehrlich, letztes Mal bin ich an so einem gestorben. Einfach... Hier, nehmen wir Höhlenschwefel mit. Einfach, weil die so aggressiv sind. Hier ist super viel Quarz. Ich weiß nicht, wofür wir noch Quarz brauchen werden, aber wir werden bestimmt noch Quarz brauchen. Und dann sind wir jetzt im Vorteil, weil wir Quarz haben ohne Ende. Aber wirklich ohne Ende. Titan. Na toll. Ich habe jetzt Angst. Weil es so bedrohliche Musik ist. Warte, jetzt ist schon wieder Tag. Das war eine kurze Nacht, oder? Das war eine kurze Nacht. So, wir haben jetzt... Oh, voilà. Congratulations, Survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Schwimmen ist meine bevorzugte Aktivität. Stell dir sicher, dass du einen gleichmäßigen
Muskelaufbau dein Training variiert. Während die Strahlung sich zeigt, dass der Antriebskern der Aurora einen kritischen Zustand erreicht hat. Oh nein! Was? Eine Quantenexplosion wird innerhalb der nächsten 2 Stunden erfolgen? Was? Au, Backe. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und jetzt wird es wieder dunkel. Was ist denn das? Warum ist es denn gerade so verwirrend? Können wir hier den Fisch nehmen? Gib mir den Fisch. Gib mir den Fisch. Ja. Oh, guck mal. Oh, guck mal, das ganze Quarz. Oh, ich habe keine Ahnung, wofür wir Quarz brauchen. Aber ich bin... Wir machen noch so eine Box und dann machen wir da Quarz rein. So eine Box, die wir für Titan haben. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Ich sag euch, irgendwann steht da, ja, das Dach brauchst du 20.000 Quarz. Und dann bin ich ganz vorne mit dabei. Und hab so viel Quarz, wie niemand sonst Quarz hat. Aber sowas von. Komm, wir nehmen nochmal den Metallschrott mit. Salzablagerung, Inventar voll. Oh nee, Inventar ist voll. Das ist schade, können wir irgendwas wegschmeißen, was wir nicht so dringend brauchen. Oh, lass uns doch einfach das Wasser trinken. Wir können nämlich die Salzablagerung noch mitnehmen. Weil die sind irgendwie seltener. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass die vielleicht nicht so schlecht sind. Im Gegensatz zu Quarz. Quarz scheint einfach ein Ding zu sein, was ähnlich wie Titan überall rumfliegt. Vielleicht habe ich auch gerade nur Jackpot getroffen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hier ist es ein bisschen komisch zu schwimmen, weil das so nah an der Oberfläche ist, dass man da irgendwie so halb aus dem Wasser austauscht. Austaucht. Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber wir sind jetzt gleich wieder in unserer sicheren Rettungskapsel. Was heißt sicher? In 2 Stunden explodiert die Aurora. Das ist überhaupt nicht sicher. Das ist höchst beunruhigend. Wir machen uns jetzt hier einmal noch so eine kleine... Na, wo ging das? So eine... Schwimmende Luftpumpe. Ein schwimmendes Gerät, das Luft in Leitung und nichts brauche ich nicht. Ich will eine von diesen, wie heißt es? Von diesen Boxen. Wo konnte man die denn machen? Nicht blöd? Glas! Man kann aus Quarz Glas machen. Interessant, okay. Reines verschmolzenes Quarzglas. Das brauchen wir bestimmt für irgendwas später. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde jetzt einfach gerne nochmal... Hä? Bin ich doof? Bin ich blöd und doof und beides? Wieso? Haben wir Schwimmflossen schon? Ja, haben wir. Medikits brauchen wir nicht. Kompass brauchen wir einen Kabelsatz für. Hier, da. Wasserdichter Behälter. Da ist er. Da ist er doch. Na da. Guck mal an. Das heißt, den können wir einmal kurz hier runterschmeißen. Dann haben wir nämlich noch einen Behälter, in dem wir... Oh, nein! Ich wollte ihn nicht einpacken. Kann man den einpacken, sodass er voll ist? Ich will dich nicht einpacken. Ich will dich nicht einpacken. Ich will den Vorrat ansehen. Richtig. Und ich will meinen ganzen Quarz da reintun. Dum, 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 dum. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen noch Platz in dem Ding drin. Ich würde aber nichts anderes reintun, damit das Ganze hier übersichtlich ist. Und ich würde den Namen bearbeiten auf Quarz. So. Sieht doch gut aus, oder? Machen wir Fortschritte? Nee, machen wir nicht, weil wir brauchen überhaupt den Quarz. Naja. Ist jetzt ja nicht so schlimm. Das brauchen wir immer noch Gold und Silber, oder? Kupferdraht können wir schon machen. Ich glaube, aus Kupfer kann man... Doch, man kann aus Kupfer andere Sachen machen. Deswegen würde ich es noch nicht unbedingt zu Draht verarbeiten. Die Kabelsätze machen mir hier wirklich zu schaffen, ja? Bin ich ganz ehrlich. Wollen wir ein Pfadfinderwerkzeug? Eigentlich nicht. Ich glaube, das würde ich nicht benutzen. Also wir sparen eigentlich auf das Konstruktionswerkzeug. Laserschneider und eine Schubkanone. Okay. Interessant. Und den Scanner haben wir schon. Eine Taschenlampe wäre vielleicht gar nicht schlecht. Oh, eine Taschenlampe können wir machen aus Batterie und Glas. Werden wir wahrscheinlich noch machen. Machen wir aber nicht jetzt. Weil wir jetzt immer noch Gold brauchen. Okay, Gold und Silber. 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 Und wir zu wenig Kupfer haben, um da einfach Taschenlampen zu bauen. Wie lustig sind. Was ist das denn? Boah, das ist so cool, wie nachts einfach alles leuchtet und so diese Wrackteile zu sehen sind. Hoppala. Freundchen, bist du böse? So, während wir die Nacht abgewartet haben, habe ich ein bisschen produktiv Essen gesammelt, beziehungsweise trinken, wie ihr sehen könnt. Wir haben jetzt Wasser, okay? Wir haben wirklich viel Wasser, was mich sehr beruhigt, weil ganz ehrlich, es gibt nichts, was mich mehr panisch macht als... absolut kein Wasser zu haben. Das heißt, wir nehmen jetzt hier noch das Essen mit. Wir tun ein bisschen... Hoppala, ich bin ein Idiot.
Ich wollte eigentlich, dass das Wasser rüberkommt. Ich wollte es nicht trinken. Jetzt haben wir zwei Wasser weniger. Ohne Grund. Naja, passiert den Besten. Und wir machen uns weiterhin auf die Suche des... Das ärgert mich jetzt. Naja, egal. Wir haben ja noch ein bisschen Wasser da. Das heißt, es ist nicht so tragisch. Ich wollte nur einen kleinen Vorrat aufbauen. Und nachts kann man eh nicht so viel machen, weil es, glaube ich, auch einfach sehr dunkel ist. Und ich euch das ersparen wollte. Deswegen haben wir einfach nur Wasser gesammelt. Haben wir denn hier schon... Ich glaube, ich renne einfach gerade zu den gleichen Orten 15 Mal. Weil hier waren wir doch schon. Das Kreaturenei haben wir auch schon. Das ist alles nichts Neues. Gehe ich immer in die gleiche Richtung oder was ist falsch bei mir? Ja, hehehehe. Du bist auch so ein hehehehe. Lachst du mich aus? Lachst du mich aus? Was wird das hier, wenn es fertig ist? Das ist Mobbing, mein Freund. Das ist Mobbing. Nur, dass das klar ist. Was haben wir denn hier für ein verrücktes Kerlchen? Schweber. Die Schweber schweben an einem schwebenden Brocken dran. Eine einheimische Lebensform. Der Schweber. Cute. Cute, 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 die Dude. Ich glaube, ich finde kein Silber und Gold mehr hier. Das kann doch nicht angehen. Vielleicht werde ich das irgendwann finden, vermutlich. Wird es wahrscheinlich noch 100 Jahre dauern, bis wir hier was machen können? Ähnlich, vermutlich. Hier, ach komm. Glubscher, 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 Glubscher. Gib mir den Glubscher. Ich krieg den Glubscher nicht. Ich will den Glubscher. Gib mir den Glubscher. Gib mir den Glubscher. Gib mir den Glubscher. Danke, meiner. Oh, was haben wir hier? Warte, ich glaube, das haben wir schon. Das haben wir schon. Jetzt sind wir wieder in der Quarzhöhle. Quarz, Leute, Quarz. Kann man nie genug von haben. Was ist das? Kupfer. Nice. Kupfer. Kupfer und Quarz. Die einzigen. Und die. Titan. Für Titan sterbe ich jetzt hier? Nein, sterbe ich nicht. Ich bin echt nah an der Oberfläche. Okay, dokey. Wir suchen weiter. Verzweifelt wollen wir. Na komm. Gib mir das Fisch. Gib mir den Glubschali. Fokus zu sehr auf Fische, okay? Braucht man. Fische sind meine Grundernährungsart. Ich habe auch keinen Orientierungssinn. Wenn ich jetzt durch die gleiche Höhle zum 20. Mal schwimme, dann tut es mir auch ehrlich leid, aber das ist keine Absicht, okay? Das ist die Quarzhöhle. Nein! Geh doch mal weg! Was soll denn das? Stopp! Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir schwimmen jetzt Richtung... Nee, nee, nee. Wir schwimmen nicht Richtung Schiff, weil das Schiff explodiert. Das wäre ja schön doof, wenn wir das machen würden. Wir schwimmen jetzt noch nicht Richtung unsere Basis, sondern gucken uns einfach mal hier um. Guck mal, hier ist zum Beispiel Metallschrott. Hat auch viel Schönes. Brauchen wir aber nicht, weil es... Oh, wir haben eine neue Radio. Radio-Nachricht. Oh, hier ist Grab. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Oder? Oder war das hier, wo dieser Sandhai war und wir schon ungefähr 1000 Mal vorbeigeschwommen sind und ich mir gedacht habe, hey, war ich hier eigentlich schon? Oder nicht? Hier ist zwar der Sandhai, aber ich habe... Ja, ganz ruhig. Ich bin schneller als du. Ich bin schneller als du. Ich bin schneller als er. Glück gehabt. Hier in diesem Habitat war ich noch gar nicht unterwegs. Wie wirklich schön. Guck mal, es ist alles so rot. Und hier ist noch ein Sandteil. 30 Sekunden Sauerstoff haben wir noch. Das ist leider nicht so schlimm, weil wir können ja an die Oberfläche. Und wieder runter geht's. Wir wollen doch nur ein bisschen Gold und ein bisschen Silber. Was ist denn zu viel verlangt an Edelmaterialien, ha? Huh? Kann man ja wohl mal verlangen, oder nicht? Notfall! Eine Quantenexplosion hat im Antriebskern der Aurora stattgefunden. Der Reaktor erreicht den superkritischen Zustand mit T-10. Nein, nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Und jetzt? Bin ich sicher in der Tube? Nein! Oh weia! Au weia! Au weia! Das war's dann auch mit dieser Folge Subnautica. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, schreibt gerne einen Kommentar und
Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wie gesagt, hier ist die Playlist. Dann könnt ihr alles hintereinander weg anschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!